Eine Maschine produziert 500 Ohm Widerstände mit einer Standardabweichung von 10 Ohm. Der tatsächliche Widerstandswert kann als Normalverteilt angesehen werden. Also wir haben eine N. Was für eine Verteilung haben wir? Eine N 510 Verteilung. Bitte weiter. Berechnen Sie die Wahrscheinlichkeit dafür, dass ein Widerstand erstens weniger als 490 Ohm hat? Das habe ich hier hingeschrieben. Das heißt, das kann man jetzt rechnen als groß Phi von. Ja, bitte. 490. Minus 500 durch. Durch, ja? So, das ist also hier oben 10 durch 10, das ist also Phi oder minus 10, das ist Phi von minus 1. Phi von minus 1, haben wir etwa einen Wert von Phi von minus 1? Muss ich schon rechnen. Sonst, wenn Sie es schneller rechnen, wäre es recht. So, also minus. Ist gleich. Das ist Phi von minus 1 ist, jetzt habe ich falsch eingetippt, das ist 0,1587 etwa. Stimmt das? Stimmt mit Ihnen überein. Gut, der nächste bitte vorlesen. Zweitens mindestens 495 und höchstens 505 Ohm hat. Gut, das heißt, das rechnen wir wieder in Phis um. Ja, bitte. Phi von 505 minus 500 durch 10 minus. Warte, 10, ja, weiter. Minus Phi von 495 minus 500 durch 10. So, und das ist also Phi von 1/2 minus Phi von minus 1/2. Hat das irgendjemand gerechnet dafür einen Näherungswert? Noch niemand? Muss ich wieder rechnen. Also. Ja, bitte. Hört sich gut an, der Wert. So, und das letzte bitte. Drittens, um mehr als 25 Ohm vom Nennwert abweicht. Der Nennwert ist die 500 Ohm, das ist der Erwartungswert, das gleiche. Also das heißt, welche Wahrscheinlichkeit müssen wir dann rechnen? Wo mehr als 25 vom Nennwert abweicht. Welche Wahrscheinlichkeit müssen wir dann rechnen? Dann müssen wir rechnen 500 minus 25, das ist 475 und das andere ist 500 plus 25, das ist 525, aber so ist es falsch. Warum? Weil ich ja um mehr als 25 Ohm vom Nennwert abweichen habe. Hier habe ich ja um 25 Ohm oder weniger, ja bitte? Ohne die Gleichstrich? Nee, dann ist es, das ist mehr. Sie dürfen, wenn Sie die Gleichheitszeichen weglassen würden, würden Sie Ereignis von der Wahrscheinlichkeit 0 dazu nehmen. Das ist bei stetigen Verteilungen egal. Ja? Müsste x größer gleichen. Und x oder 1 minus dieser Wahrscheinlichkeit. Das heißt, ich habe genau das Gegenteil von dem aufgeschrieben, was gesucht ist. Es steht um mehr als 25 Ohm abweicht. Also muss hier ein 1 minus stehen. Oder so, wie Sie es gesagt haben. So, das heißt, jetzt rechnen Sie diese Wahrscheinlichkeit hier aus und rechnen 1 minus diese Wahrscheinlichkeit. Ich probiere das mal. Oder hat es jemand schon? Sind Sie noch nicht fertig? Unsere 475 obere 525 und hier 10 und μ ist 500. So, das heißt, das ist dann etwa 0,0125 diese Wahrscheinlichkeit. Also, dass wir um mehr als 25 Ohm vom Erwartungswert abweichen, ist etwa 1,25%.